Hier spricht Oster. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Pokémon Nutzlocke Challenge. Ihr habt schon ein wenig abgestimmt und es sieht im Moment sehr knapp aus zwischen One Punch Man regelt und trainiere deine Pokémon, was im Moment im Vordergrund noch liegt und im Moment noch führt. Wenn du eine Meinung dazu hast und abstimmen möchtest, findest du die Abstimmung in der Videobeschreibung. Und daran wird sich dann orientieren, ob wir hier noch eine Chance bekommen oder ob sich diese Nutzlocke-Challenge höchstwahrscheinlich in Luft aufgelöst hat, weil ich meine, One Punch Man könnte eventuell regeln, aber seien wir mal ehrlich, ein Pokémon, sobald irgendein Typ nicht effektiv ist oder nur normal ist, hat sich das sofort erledigt. Dann kann der nichts mehr machen. Das müssen wir auch mal. Er versucht es immer stetig One zu punchen. Wir versuchen in dieser Folge wenigstens noch ein bisschen zu trainieren hier an diesem wunderschönen. Oh Gott. Oh Gott. Oh, oh Gott. Ich sagte trainieren. Naja. Ihr wisst, was ich meine. Schlafen. Schlafen und warten. Das machen wir in dieser Folge. Und ich glaube, diese Hopp-Spross, die können alle möglichen Pudersachen. Giftpuder, Stachelspore, Schlafpuder und irgendwie dann Platscher oder so. Also können nicht wirklich was. Außer Nerven, auch an dieser Stelle, nervt es mich nur, dass ich jetzt vergiftet bin. Ach ne, und Kugelsaat können sie. Okay, alles klar. Wenigstens eine Art Attacke. Ich würde ja auch gerne mit Rai. Maximale Angriffskraft erhöht sich durch den Kurzschluss. Jawollo! Du hättest dich nicht mit Kamal anlegen sollen. Ich weiß auch noch nicht ganz, was ich hier besser trainieren sollte. Ob ich jetzt lieber sage, okay, ich trainiere Robo, weil er nun mal ein Elektrotyp ist und ein Elektrotyp ist halt eine riesige Lücke. Oder wir trainieren hier noch Kamal, aber er ist auch nur ein Normaltyp Pokémon, was sich fast ergänzt mit One Punch Man. Bis auf die ein oder andere Feinheit. Aber im Endeffekt ist es auch gegen wenig effektiv. Sage ich jetzt einfach mal. Das hat normal Typ Pokémon halt so an sich. Ich würde auch gerne Cripple leveln, wenn ich das so sagen darf. Aber ich mag es einfach nicht, die ganze Zeit in den Kämpfen rumzuwechseln. Ne? Und wir haben auch sonst nichts, was einigermaßen stark ist. Und uns hilft. Wir haben zwar noch irgendwie Level mit 20er Lektoball, aber da weiß ich einfach nicht. Okay. Schere macht Bach Bedroher, wir hören uns los, das ist gut. Ja, aber ich bin mir einfach nicht sicher, ob uns der Lektoball weiterhilft als ein Magnetilo, denn ich weiß, die lernen gerne mal Final und Explosion und das wollen wir eigentlich gar nicht lernen im Rahmen der Nutzlocke-Challenge. Nice Volltreffer. Und ein Tauros gibt bestimmt ein bisschen was an Erfahrungspunkte. 301 Punkte. Ja, sehr gut. Ich denke mal, Quippe zu leveln ist mir lieber, denn ich bin einfach ein Käferfreund. Ein Käfer hat gegen das ein oder andere Pokémon doch noch eine ganz andere Chance und er hat wesentlich mehr Lebenspunkte jetzt schon als Robo. Und wenn wir eins gelernt haben, ist viele Lebenspunkte ist gut. Weil viele Lebenspunkte heißt, wir leben vielleicht nochmal einen Schlag länger und können dann vielleicht doch nochmal ein Pokémon wechseln oder doch nochmal einen Schlag austeilen. Weil darauf läuft es ja hinaus. Das hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Na, Sigi. Komm, ist nicht mehr verwirrt. Oder trifft jetzt wenigstens irgendwas. One Punch Man, du bist doch klug. Genau. Sehr gut. Quippe erreicht Level 16. Das freut mich jetzt schon mal. Aber das Problem ist auch, Quippe ist nur ein Angriffstyp, ähnlich wie One Punch Man. Ähnlich wie Kamal. Ich weiß, wir haben hier noch Rai. Ha. Aber man sieht auch anhand seiner Werte, der kann alles nicht richtig. Ich würde gerne natürlich Rai weiterleveln. Aber ab Level 23 oder so unterscheidet sich das halt in den Fähigkeiten, ob man einen Sonnenkern hat oder einen Sonnenflora. Man kann nicht darauf bauen, einen Sonnenstein zu bekommen, wie man gemerkt hat. Oh, Lauchboy! Oder auch Porenta genannt.
Und wir haben irgendwie noch einen Kudofenser auf der Bank, wo ich jetzt nicht sicher bin, ob wir das benutzen dürfen oder nicht. Da brauche ich dann euch eure Meinung so ein bisschen zu. Es war halt so ein bisschen... ich hätte auch gerne das Rihorn gehabt. Keine Frage. Aber das Kudofenser ist jetzt das erste Pokémon, was wir halt jetzt gefangen haben. In der Safari-Zone. Was sagt ihr denn dazu? Das ist auch so was, wo ich immer eure Meinung brauche, denn das ist ja alles nicht ganz ausgereift hier mit der Challenge. Und wir sind an dem Punkt, wo ich auch sagen muss, es ist mehr oder minder relativ egal, was wir jetzt noch mit ins Team nehmen, weil wir haben einfach nichts mehr über Level 25, außer One Punch Man. Und so traurig das klingt, es wird nicht reichen. Es wird nicht reichen. Und wir haben auch nicht mehr die Möglichkeit, einen EP-Teiler zu holen, wie ich jetzt erfahren habe. Denn dafür müsste ich Togepi oder diverse Weiterentwicklungen bei Mr. Pokémon abgeben und ihm zeigen. Aber Spiegelei hatte schon das Zeitliche gesegnet. Und ist leider nicht mehr in der Lage, vorgezeigt zu werden. Nun. Ein Dickda gibt's hier auch. Oh, das wäre so viel cooler gewesen als ein Tauros. Also... wegen der Gruppe an sich. Mega geil! Das wäre auch mega geil. Oh Gott. Oh, na, Intensität 8. Oh, ich glaube, das überleben wir. Yay! Yay! Das hätte ich nicht erwartet. Wiedersehen. Tschüss, Dickda. Ah, Kamal könnte auch noch die ein oder anderen Punkte Erfahrung brauchen. Der ist ja wenigstens schon mal beinahe Level 25. Ein Ibitak! Was ist das denn hier für eine komische Wiese? ja, wir setzen hier auch nochmal Kamal ein. Bräuchte ich eigentlich auch für ein bisschen Fliegen, weil wir können nicht von A nach B mal eben, wie wir wollen, sondern Aeroass, boah. Boah, nur coole Attacken. Aber natürlich haut er auch richtig zu und senkt hier unsere Verteidigung. Ich hoffe, das wird uns nicht zum Verhängnis. Komm, ein Crit, Kamal. Oh, oh. Ah, okay, das wird uns hoffentlich nicht umbringen. Auch nicht mit 5-mal. 4-mal getroffen. Jetzt nicht verfehlen. Okay. Oh, ich weiß, es ist alles Risiko, was ich hier spiele, aber... wir brauchen die Erfahrung, also wir dürfen es nicht dreiteilen. Das ist ein Unding im Moment. Kamal erreicht Level 24. Nice. Kamal versucht, Gegenstoß zu lernen. Okay. Was bedeutet Gegenstoß? Kann Anwender diese Attacke nach einer Attacke des gegnerischen Pokémons ausführen, wird die Kraft verdoppelt. Also es ist Vergeltung als Unlichtattacke. Wir verlernen Magie die Masse. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob wir das brauchen können. Und überhaupt irgendwann mal benutzen werden. Wir haben noch den Hyperstrahl. Und beim Hyperstrahl weiß ich nicht, ob das... die Angriffskraft benutzt, also physische Power, oder unsere Spezialkraft-Power. Wenn es die physische Power benutzen würde, habe ich sicherlich noch eine Attacke, die wir gebrauchen können. Wir schauen mal, wenn wir es jemandem beibringen wollen. Ich glaube, wir haben Hyperschlag, wir haben noch andere Dinge. Wir müssen jetzt gucken, dass wir aus dem machen, was wir haben, müssen wir jetzt was Gutes machen. So, das wollte ich sagen. Hagelsturm, Hyperstrahl. Nein, ist Kategorie magisch. Ist natürlich super stark und eigentlich auch gegen alles. Aber ist halt Kategorie magisch oder Spezialangriff. Es kann nicht jeder lernen sogar, wow. Wow, ich dachte, das Überschlag kann fucking jeder lernen, aber anscheinend nicht. Eisenschweif, Solarstrahl. Wir haben leider hier keine Attacken, die jetzt... Was ist das? Oh, ey, hier geblieben. Fokusstoß. Was macht das? Es ist eine Spezialangriffsattacke. Ein Angriff mit aller Macht. Die Spezialverteidigung des Gegners sinkt eventuell. Aber es ist halt Kategorie Spezialangriff. Hm.
wir haben halt nichts, was wir jetzt auf Anhieb super toll finden. Wir gucken mal eben bei One Punch Man. Nee. Nein, nein. Wir gucken mal eben bei One Punch Man, was seine seine Spezialangriffswert ist bei 52. Das ist nicht so krass. Das ist leider nicht so krass. Adrenalin steigert Angriff bei Statusproblemen. Ich würde mir ja gerne jetzt ein Item geben, was ihm Statusprobleme verursacht, wenn wir sowas hätten. Aber auch das haben wir nicht. Hackattack. Wahlglas. Energiekraut, Sanftlocke, Mundsamulett. Wir haben nicht so richtig coole Sachen. Und Hyperstrahl ist jetzt auch nicht so das Beste. Wir müssen auch nochmal in den Laden halt gehen. Eventuell lerne ich einfach One Punch Man irgendwie eine Art Donnerschlag oder irgendwas oder Feuer oder Feuerpunch oder wie das auch mal heißen mag oder irgendwas in diese Richtung, wo wir dann eventuell halt ja, wo wir halt eventuell die Chance haben, wenigstens ein anderes Attribut wirken zu können, weil wir haben im Moment wirklich nur Kampf, Normal und Elektro, mehr oder minder, was wir überhaupt anbieten können als Angriffe. Vielleicht mache ich mich mal zwischen dieser und der nächsten Folge schon mal wieder auf nach Dukatia City. Das müsst ihr, weil ich will jetzt eher trainieren, anstatt loszurennen und irgendwo hinzulaufen. Oh, wieder Fugelschlag. Zweimal getroffen. Okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir auch hin, wenn er uns nochmal 3-4 Mal treffen würde. Deswegen, guter Volltreffer, Kamal. Danke für die Erfahrungspunkte. Auch für Quippe. Jetzt können wir Kamal zwar nicht mehr setzen. Lyria ruft an. Oh, nice. Hi. Hallo, hier ist Lyria. Guten Tag. Neulich habe ich Tauros auf die Route 39 mitgenommen. Das war vielleicht ein Durcheinander, kann ich dir sagen. Okay. Vielleicht soll ich das auch mal machen. Meinen Tauros dahin mitnehmen. Ein Duff. Ein Duff. Ein Dufflor. One Punch Man regelt das schon. Quippe müsste nach diesem Kampf Level 17 werden. Und wir knacken erstmal eine Runde. Ah, schön. Gut, dass ich keine Items nutzen darf. Jetzt können wir uns 5 Runden lang reinziehen, wie ich hier tief und fest schlafe. Oder vielleicht weniger Runden vielleicht. Nein, lass uns schon mal 3. Schön, dass du noch andere Puderarten nutzen möchtest. Endlich darf ich auch mal was tun. Wenigstens das. Wow, das ist nicht sehr effektiv. Giga Drain, Megasauger oder was auch immer. Das Problem ist auch, wir sind so nah dran, wenigstens den 8. Arenaleiter noch zu sehen und da vielleicht dann zu scheitern. Aber ich möchte ungern gegen Team Rocket verlieren. Das ist auch so eine Sache, die ich mir auch so persönlich vornehme. Ich möchte nicht meinen letzten Kampf gegen einen der Rockets machen. Denn ihr wisst, wenn wir ohnmächtig werden in einem Kampf, also wenn alle unsere Pokémon scheitern, gibt es kein Zurück mehr und die Challenge ist over. Und das werde ich auch genauso durchziehen. Es gibt auch kein Zurückholen und Reviven oder irgendwie sowas. Pokémon, die freigelassen wurden, kriege ich sowieso nicht mehr zurück. Und ja, und auch ich würde die dann freilassen und das wäre ein Ende, weil wir nichts mehr haben. Quipper erreicht Level 17. Das ist okay. Ich hoffe jetzt nicht wieder gegen einen Dufflor. Doch, wieder gegen einen Dufflor. Wir könnten es auch mit Quipper versuchen. Aber ich weiß gar nicht, was für Attacken ich habe. Wir haben Kampfattacken mit ihm, weil wir nicht genug Kampfattacken mit One Punch Man haben. Gut. Das ist doch genau das, was man hören will. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich versuchen, dass wir die Möglichkeit haben, ja, einfach alles zu sehen, alles zu schaffen. Ich will einfach diese Challenge schaffen. Und dazu gehört auch zu gewinnen. Und nicht zu versagen. An dieser Stelle habe ich aber eigentlich schon versagt. Ihr habt nochmal die Möglichkeit abzustimmen. Wir haben ein klein bisschen trainiert. Ich will euch nur darauf vorbereiten. Wenn ich jetzt noch mehr trainieren sollte, dann werde ich das ein bisschen im Zeitraffer machen. Aber damit ihr Bescheid wisst. Oder ihr sagt, One Punch Man regelt das. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, wir kämpfen gegen Team Rocket. Wie es auch ausgeht,
Ich wünsche euch viel Spaß weiterhin hier auf dem Kanal und auch mit der Pokémon Nuzlocke Challenge. Bis dahin und bis zum nächsten Mal. Ciao.